In unserem Video heute stellen wir die Frage, möchtest du 10 Euro haben? Wenn du darauf verzichtest, spende ich 100 Euro an die Erdbebenopfer in die Türkei. Schauen wir mal, wie hilfsbereit die Menschen sind. Folgendes, ich würde dir 10 Euro geben und wenn du darauf verzichtest, dann spende ich 20 Euro an die Erdbebenopfer in der Türkei. Was machen wir? Ich würde darauf verzichten. Also spende ich 20. Ja. Okay, weißt du was? Dann hauen wir da noch was drauf. Und zwar, wenn du 10 Euro spendest, hau ich nochmal 100 drauf. Ja, das können wir machen. Machen wir? Ja. Ehrenmann! Okay, dann kriege ich von dir noch die 10 Euro. Ich habe leider nur 20. Ich kann dir wechseln. Ja. Okay. Also wir haben jetzt zusammen 120 Euro gespendet. Aber warum machst du das? Weil es Leute gibt, denen ist was passiert, möchte einfach denen eine Zukunft bieten. Trotzdem, wenn es mir geht, schlecht geht, dann ist mein Vater auch für mich da. Und dann hat aus man Nächstenliebe einfach, ne? Aus Nächstenliebe. Genau. Das kann jedem von uns passieren, auch in Deutschland, auch wenn es uns gut geht, auch wenn wir eher abgesichert sind. Danke dir, vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Du würdest von mir die 10 Euro bekommen, nimm die mal. Und wenn du darauf verzichtest, spende ich an die Erdbebenopfer 20. Ich verzichte darauf. Okay, dann haben wir nochmal 20 Euro. Wenn du von deiner Seite aus sagst, hey, weißt du was, ich spende auch 10 Euro, dann verzehnfache ich das und dann spende ich 100. Ja. Würdest du auch noch 10 Euro von dir spenden? Ja. Hast du 5 dabei? Nur 5, ja. Okay, dann gib mir 5, dann mache ich daraus. Also das heißt, du gibst mir das letzte Geld, was du dabei hast. Ja, die 5 Euro. Okay. Sonst habe ich nur Karte und so. Schaut mal, die gibt dir letztes Geld. Ja, die 5 Euro. Gerne, danke. Ja. Und wir machen das so, dass wir das verzehnfachen und wir machen daraus 50. Und warum machst du das? Weil ich es liebe, eigentlich Menschen zu helfen. Ich das halt das Gleiche auch machen würde, für wenn ich in der Not wäre. Super. Deswegen, ja. Da haben wir doch schon mal noch mehr zusammenbekommen. Danke dir. Ja, nicht zu danken. Ja, super. Tschüss. Ciao. Du kriegst von mir 10 Euro. Bitte schön. Die gehören auf jeden Fall schon mal dir. Dankeschön. Würdest du mir die 10 Euro zurückgeben, würde ich diesen Betrag an die Erdbebenopfer in der Türkei spenden. Also das heißt, ich würde das Geld verdoppeln. Ach so, ja. Ja? Ja. Also haben wir nochmal 20 Euro, die wir spenden. Und jetzt folgendes. Von deiner Seite aus, den Betrag, den du mir geben würdest, den würde ich dann auch noch verzehnfachen. Ja, das heißt, wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, dann mache ich daraus 100. Ich muss abheben. Ja, okay, ich bin hier. Bis gleich. Hier sind 10 Euro. Ja. Also das behältst du, das gehört dir. Das geht. Oder du kannst eins machen. Ja. In der Türkei ist ja ein Erdbeben, da sind viele Menschen gestorben. Ja. Wenn du mir die 10 Euro zurückgibst, spende ich dann an diese Menschen, die dort sind, 20. Ja. Ja, würdest du mir die 10 zurückgeben? Wenn ich es gebe dir jetzt. Du gibst mir 10 zurück? Nein, die gehört mir. Nein, genau. Und wenn du mir die 10 zurückgibst, ich gebe an die in der Türkei, im Erdbebengebiet, spende ich 20. Nein, nein, nein. Dann spende ich 20. Du willst nochmal? Okay, warst du mal in einer schlechten Situation, wo die Menschen geholfen haben? Ja. Warst du schon mal? Okay, also die sollten auch das dann behalten und noch mehr wollen, findest du? Hast du das verstanden, was ich mache? Ja, ich verstehe dich, Bruder. Also das heißt, du verstehst, was der Sinn des Videos. Hast du verstanden? Ja, ich nehme. Das heißt, wenn du die 10 Euro mir gibst, die 10 Euro, die du eh nicht gehabt hättest, dann tue ich 20 an diese Erdbebenopfer. Ich habe nur 10 Euro gewonnen, Bruder. Wenn du mir jetzt 10 Euro gibst, dann spende ich an die Erdbebenopfer 20. Nicht? Okay. So ist das Spiel. Schaut mal, wer da kommt. Hallo. Von mir und meiner Freundin. Von dir und von dir zusammen. Ja. 50? Ja. Das heißt, wir spenden 500. Was machst du? Schule, Ausbildung, was? Schule, von Nebenjob, ja. Was verdienst du im Monat? Oh, 160 Euro. 160? Ja. Warum spendest du so viel? Helfen. Andere haben das nicht. Ja, danke schön. Vielen Dank. Danke schön auch, dass du einfach mitgespendet hast. Ich bekomme viele Kommentare und Nachrichten, in denen Ehrenmann steht. Nein, nicht mit dieser Aktion. Diese Aktion ist selbstverständlich. Ich versuche Menschen dazu zu inspirieren, dass sie auch helfen, dass sie spenden. Die Ehrenmenschen sind die, die vor Ort die Menschen aus den Trümmern rausholen und ihnen helfen. Verbreite dieses Video, teile das Video, damit wir so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, dass sie auch helfen. Hier das Spendenkonto. Dein Mr. Yassin. Ciao.